Ich stehe hier und schaue auf die Stadt. Ich schaue herunter auf Mattersburg, das hier im Tal liegt, zwischen dem Kogel und der Rosalia. Die Stadt, die da liegt, und der Weg vom Kogel runter führt mich rein direkt mitten zum Kirchturm. Palmsonntag ist auch so etwas, man steht davor. Und man schaut. Der Wochenspruch heißt, der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Heute am Palmsonntag stehe ich nicht selber in der Kirche. Lektorin Gerda Haffer-Hochreiner steht da und predigt. Und ich denke an den einen Vers, den sie in der Predigt stark machen wird. Es ist aus dem Hebräerbrief etwas, aus dem Hebräerbrief, wo es um den Glauben geht. Und da steht es dann drin, Kapitel 12, Vers 1, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Jesus hat diesen Weg gewählt, ist ihn gegangen. Kein Weg, den er sich aussuchen würde, genauso wenig wie ich mir aussuchen würde, dass jetzt zu Ostern noch ein Lockdown kommt. Aber Jesus nimmt den Weg. Er wird, als er hineinkommt, nach Jerusalem riesig begrüßt. Aber das ist nur eine Etappe. Und dann gibt es die anderen Schritte. Dieses, was schwerer ist und was nicht so leicht zu ertragen ist. Es gibt einfach das Leiden, das dazugehört. Leider, das Leiden. Das Leiden ist ja niemals schön. Aber er hört nicht auf, er läuft weiter. Und im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, lasst uns auch laufen, lasst uns auch weiter mitmachen, lasst uns auch nicht müde werden, zurückziehen, ja, aber nicht aufgeben. Dafür lasst uns beten. Herr unser Gott, müde werden kann man zwischendurch beim Rennen, aber hilf uns, dass wir nicht vor Erschöpfung eingehen. Hilf uns, dass wir weiter durchhalten, mit dem Glauben, mit dem Aufeinander achten und mit dem Hineingehen in dieser Karwoche in das Ostergeschehen, Karfreitag und Ostersonntag. Hilf uns, dass wir schaffen, uns an die klaren Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Hilf uns, dass wir nicht andere unnötig gefährden. Und sei bei uns, wenn wir frustriert sind und es uns schlecht geht. Ach Herr, am Ende dieser Woche, lass uns die Botschaft deiner Auferstehung erleben. Amen. Und so geht in diese Karwoche mit dem Zuspruch des Segens unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Er begleite dich an diesen Tagen. Er lasse dich seine Liebe und seinen Frieden spüren, heute und morgen und an allen Tagen, die kommen. Amen. Auch in diesem Jahr wird das Osterfest ganz anders werden. Es wird wieder Videos geben. Vor einem Jahr habe ich das erste Video gemacht zum Karfreitag. Am Karfreitag gibt es ein Video aus der Kirche. Am Ostersonntag gibt es ein Video aus der Kirche. Wir werden die Kirche sicherlich auch offen haben. Habt's einen guten Sonntag. Passt auf euch auf und kommt gut in diese Karwoche hinein.